Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe zum Abschluss der Techniktage Frühjahr 2023 aus dem Hause Lego, die 42153. Ein kleiner Nesca Camaro, ganz genau, so ist 670 Teile, 50 Euro Liste. Dies sind die beiden anderen Sets, die ich euch aus der Technik, ja, ich sag jetzt mal Woche, aber es sind Techniktage vorgestellt habe, der Ford GT und das Batcycle. Diesen hier habe ich bewusst als letztes gebaut, da er mir mit Abstand als das Allerschwächste von diesen drei Sets vorkam. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht getäuscht. Diese beiden haben mich ja sehr überrascht, tatsächlich. Also ich habe schon gedacht, das könnte was werden. Ich meine, der GT sieht scheußlich aus. Aber also als GT sieht er scheußlich aus. Ihr habt es mir auch unter das Video geschrieben. Ist ein schöner Maserati eigentlich, gell? So die Sachen. Aber es liegt vor allem an der Front. Also da ist ja alles schief gegangen. Aber, und hier, egal, anderes Video. Diese beiden allerdings haben mich sehr überrascht. Das ist der Punkt. Positiv überrascht. Das ist dem dann aber jetzt natürlich auf die Füße gefallen, weil ich den zuletzt gebaut habe auch. Es ist nicht nur mein letztes Video aus der Serie, ich habe ihn auch zuletzt gebaut. Und wenn man erst die beiden baut und so wie ich durch die letzten Jahre wirklich durch die Lego-Technik-Hölle gegangen ist, weil die fast nur Schrott auf den Markt bringen, und dann baut man die und denkt sich, hoch, und dann baut man den, ja, da fällst du tief. Erwartungshaltungsmanagement, ja, seid schlau, wenn ihr alle drei habt oder die beiden nur, baut den zuerst. Auf jeden Fall. Seid klüger als der Onkel. Der Alte hat es wieder falsch gemacht. So, die beiden weg. Die Story ist erzählt. Jetzt geht's um den. Gut, und der Ford ist abgeschmiert. Einmal kurz die Box. Das ist sie. Eine 50-Euro-Box. Sie hat immerhin ein wenig Design dabei. Man sieht so eine vorbeihuschende Bande oder irgend sowas. Das finde ich doch ganz nett. Die haben da eine Rückseite. Das war, die man sich fürchten müsste. Übrigens, also hier, das ist er mit Aufklebern, das ist der Motor und das ist die Vorlage, was auch nicht ganz stimmt. Also, ich weiß nicht, die anderen Bilder, die ich da so immer sehe, mit den ganzen Stickern drauf, es gibt den, also ja, komm ich gleich. Das ist die Anleitung, designfrei, ihr kennt es mittlerweile, die Standard-Lego-Anleitung sieht überall gleich aus und jetzt, ja, ist der quasi weg, ja. Es sind über 30 Sticker und sind große Sticker. Aber jetzt schaut mal, alle Pokémon-Freunde da draußen. Das ist hier mal maximaler Glitzereffekt. Ich meine, entschuldige, Holo-Zeug, gib ihm hier aber vom Feinsten. Das, was ein bisschen schade ist, das, was da überall glitzert, ist nicht unbedingt das, was auf die Aufkleber kommt. Denn, ich habe ein bisschen dran rumgenibbelt, weil es mich interessiert hat. Das sind die Sticker auf der Rückseite, die auch so glänzen. Aber tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken, kriege ich das irgendwo ab, wo man das sieht. Manchmal, hier seht ihr das. Die Sticker selbst, da glänzt nichts, aber drumherum glänzt und die Umwicklung glänzt. Was tatsächlich glänzt, ist die 75. Die ist auf den Stickern auch das, was glänzt. 75 hier, 75 hier, 75 hier. Der Rest glitzert nicht. Aber trotzdem ist das Glitzern ein cooler Effekt. Der hat mir Spaß gemacht. Ich habe es auch gesagt, glitzert. Und keiner glitzert härter als ich. Richtig. So, das haben wir auch geklärt. Hier und übrigens ist ein lizenziertes Modell, gell? Und da freuen sich die Fanboys ja immer hier über die Fotos. Ja, es geht einfach los. Da ist keine Story dazu. Zu Nesca könnte man irgendwie ein paar Bilder aus Tage des Donners irgendwie aus der Werkstatt, wenn der alte Mann das Auto baut, einblenden. So kommt gar nichts. Das ist alles, was ihr bekommt. Dieses Bild. Das auch schon auf der Rückseite von der Box drauf ist. Also die Lizenz hätten sich einfach in die Haare schmieren können. Und zwar, aber richtig reinreiben. Einmal die Maße bitte. Wir haben 28 cm. Wir haben 13 cm. Und wir haben 8 cm. Entschuldigt. So. Das ist ein Technikmodell. Kommen wir zu den Funktionen, die sind noch am allerwichtigsten. Wir können lenken. Hui. Drin dreht sich nichts mit, ja, ist klar. Hand-of-God-Steuerung und das ist es gewesen. Wir haben ein Differential verbaut. Das ist einiges wert. Das dreht sich. Wir können diese Klappe aufmachen. Darin befindet sich dieser Motor.
Und wenn wir am Reifen drehen, seht ihr, wie das Ding da. Also, warte mal. So. Wenn ich in der Luft bin und unter einem Reifen drehe, tut ich genau gar nichts. Ja, also, die Funktion haben wir durch. Jetzt ist die andere Sache. Es ist ein 50-Euro-Modell. Hat mir gerade die 42151 Anfang des Jahres, die Bugatti. Davor hat mir die 42123, das war der McLaren. Und natürlich 42093, der kleine Porsche. Corvette, Verzeihung. Und 42098, das war ein nicht lizenzierter, richtig, Autotransporter mit einem blauen Fahrzeug drauf, das jeder von uns für einen Camaro gehalten hat. Und das eigentlich das Auto nochmal. Also wenn ihr den habt, braucht ihr den nicht. Machen wir es kurz. Ist einfach für die Füße. Das ist die gleiche Karre nochmal. Jetzt kann man sich überlegen, es hat mir auch hier beim Bike gesagt, warum stehen die hier so weit raus und so weiter. Hier auch jetzt, die Achsen. Das ist jetzt so, das ist so, das muss so sein. Passt auf den Autotransporter 4298 deswegen auch drauf, es ist das gleiche. Es ist natürlich nicht exakt das gleiche Modell, ist klar, oder? Ich sag nur so, wenn ihr den einen habt, habt ihr dann auch den anderen sozusagen. Ohne die Sticker ist er jetzt natürlich keine Schönheit. Und ich weiß nicht, ob ihr die NASCAR verfolgt, die Serie. Also ich habe Stockcar-Rennen ganz gerne geschaut und ich schaue immer noch gerne alte Stockcar-Rennen, als es wirklich noch Stockcars waren, die da rumgefahren sind. Und die am Sonntag gewonnen haben, wurden am Montag im Laden besser gekauft, so die alte Nummer. Und die, das mittlerweile sehen ja alle Stockcars gleich aus, bis auf die Aufkleber, die draufkommen. Oder ob das Folien sind, Print, ich weiß es nicht. Deswegen sagen ja jetzt auch die Fanboys, bei Technik-Sets sind Aufkleber super, weil die Aufkleber sind ja auch auf den Vorlagen drauf. Gäbe es diese Logik, dürfte ja bei nichts, wo es nicht ein Aufkleber ist, noch ein Aufkleber da sein. Es wird halt schön geredet. Meine Güte, wisst ihr doch, brauchen wir nicht drüber reden. Also, aber nochmal. Der Aufkleberbogen sieht cool aus. Ich werde sie nicht anbringen und ich habe bei anderen gesehen, die Aufkleber angebracht haben, wie die aussehen. Das möchte ich bitte nicht haben. Aber, wo mein Gedanke? Ich mochte Stockcars noch, als es wirklich noch Stockcars waren und jetzt sehen alle Autos gleich aus, bis auf die Aufkleber, die sie anbringen. Das heißt, eine Markenähnlichkeit wird ausschließlich durch irgendwelche, was weiß ich, hier aufgeklebten Scheinwerfer und Kühlergrill und sowas hergestellt und nicht dadurch, dass die Form des Autos das vorgibt. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich finde, das Ding sieht auch aus wie jeder andere. Deswegen haben wir ja auch beim 4298 sofort gesagt, ja klar, das ist doch hier sowas. Was ist das? Camaro. Klar. Der hat hier hinten diese Kante, der sieht ein bisschen gerade aus. Camaro. Ist ein bisschen dicker mal zwischendurch, ist es wahrscheinlich ein Dodge. Und wenn er den Knick drin hat, ist es der Mustang. Das sind so die Punkte, die halt uns interessieren hinten, ja, die Lichterchen oder irgend sowas. Je nachdem, was, so wie wenn ihr einen Hofmeisterknick seht, sagt ihr, okay, das ist ein BMW. Ja, da brauche ich keine Niere irgendwo sehen oder sowas. Ich sehe so einen Knick und denke mir, hey. Und das sind solche Sachen, darum geht es mir. Deswegen ist, finde ich, und darauf wollte ich hinauskommen, lange Rede wieder, ich schwafel. Wozu eine Lizenz? Wozu? Genau wie bei dem GT auch. Es macht das Auto nicht besser. Ich habe danach Ideen Richtung dieses Autos, die nicht erfüllt werden, sobald die Lizenz draufklebt. Und das finde ich unglaublich schwach. Ich weiß, dass man es jetzt auch irgendwo mit NASCAR-Logo in irgendwelche Shops verkaufen kann und dann läuft es, aber ich habe eine Erwartung, sie wird nicht erfüllt. Ich bin unzufrieden danach. Und dann hätte ich lieber die 42098er Version separat gehabt. Mach einen 40er draus und es ist ein besseres Auto. Schlagartig. Dass die Türen übrigens nicht zu öffnen sind, ist natürlich dann der Vorteil der NASCAR-Lizenz, weil bei NASCAR-Fahrzeugen gibt es ja auch keine Tür, die sich öffnen lässt. Und das kann man sich schönreden, sozusagen. Wenn ihr übrigens mit dem Ding spielt und es rumtragt, werdet ihr darauf kommen, dass ihr es gerne hier hochhebt. Diese Dinge sind nur an einer Stelle festgemacht. Das heißt, die biegen sich hin und her. Das ist ziemlich elend. Haltet es also ganz hier vorne. Das Set an sich ist robust. Ihr könnt es euch nochmal von unten anschauen. Farbseuche, gut Lego-Technik. Üblich haben wir jetzt Pins dabei, natürlich in verschiedenen Farben. Rote und blaue Sachen stören an dem Auto glücklicherweise nicht. Gell? Das ist gut. Dafür haben wir dann grüne Zahnräder bekommen, um das ein bisschen aufzulockern. Aber das passt schon. Man kann damit spielen und es ist alles okay. Also, wie gesagt, das Set ist
Ich habe es erstmal als wesentlich schlechter erwartet von vornherein. Also deswegen habe ich ja die anderen beiden zuerst gebaut, auf die habe ich mich gefreut. Das hier war für mich klar der Verlierer dieser Reihe. Als ich es dann gebaut hatte und gemerkt hatte auch, dass es wirklich nichts kann, also nicht mal einen coolen Türmechanismus, weil es ein NASCAR-Fahrzeug ist, noch ein Fehler, weswegen es kein NASCAR-Fahrzeug hätte sein sollen, war ich natürlich noch ein bisschen weiter unten. Und dann hat das Design, ich weiß, es gefällt doch keinem von euch, oder jetzt mal unter uns. Für einen 50er, das ist zu wenig. Das Blau-Rot, das sind übrigens Prints, gell? Ich habe nicht versucht, einen Aufkleber anzubringen, das ist ein Print. Einmal so. Bisschen Überrollbügel ist angedeutet. Es kommt mir zu lieblos rüber, auch so eine Front. Da schaut ihr halt auf die Technik-Sachen, weil die wollten ja die Schnauze runterbiegen, aber wenn ihr das dann so seht. Und hier jetzt mal, sieht gut aus, sieht schlecht aus. Oder wie viel macht es aus, dass die Pins einfach mal farblich passen? Das sieht gewollt aus und hier sieht es nicht gekonnt aus. Gewollt, nicht gekonnt. Ich finde es eigentlich gerade mal ganz schön, dass das so nebeneinander zu sehen ist. Ja? Hier sieht man auch wieder schön, roter Pin, blauer Pin. Dazwischen sogar noch ein schwarzer, der nicht passt. Gibt es auch mal. Und hier umgekehrt. Da passt blau hinten und rot vorne nicht. Also es ist... das wird auf jeden Fall nicht mein Liebling. Das ist keine Frage. Ich kann mit ihm ein bisschen einpacken spielen. Aber hier fehlt halt wirklich jeglicher Charme. Machen wir es mal so. Jeglicher Charme an diesem Fahrzeug fehlt. Meine Idee ist, wenn ich Nesca höre, denke ich an coole, nur leicht modifizierte Serienfahrzeuge, die sich geben, die unterschiedlich aussehen. Das heißt, das kribbelt für mich nicht, aber vielleicht gut, wir sind auch nicht der Hauptmarkt für Nesca, das ist mir auch alles vollkommen klar. Und das Fahrzeug wird sich natürlich in anderen Ländern besser verkaufen als bei uns, das ist mir auch völlig klar. Aber ich halte es einfach für unnötig. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Ein cooleres Modell. Insbesondere ohne Lizenz, dafür gern mit irgendeiner Funktion nochmal dazu. Also vor allem, dass sich Türen öffnen in der Preisklasse. Also sorry, das ist theoretisch ein Spielset von Technik. Und da muss sich eine Tür öffnen. Ist mir wurscht, ob Nesca draufsteht oder nicht. Ich meine, was habt ihr lieber? Also, haben wir es geklärt. Jetzt nochmal für uns. Ich glaube, das Video werde ich auch so nennen. Abschluss der Technik-Serie oder so. Und nochmal ein bisschen hier Details. Das ist ein wahnsinnig hässlicher GT. Aber es ist ein mit 120 Euro Liste sehr gut eingepreistes Technikauto. Für die aktuelle Zeit bei Lego. Bitte diesen Beisatz im Kopf behalten. Nicht, dass ihr denkt, dass ich finde, dass 120 Euro ein guter Deal sind. So. Massiv unnötig. Verblüffend gute Teile. Für 55 Euro Liste. Verblüffend gute Teile. Auf jeden Fall. Geschmackssache, ob es einem gefällt. Aber verblüffend gut für 55 Euro. Ich hätte mindestens 70 Euro erwartet. Hier hätte ich mindestens 180 Euro erwartet bei Lego. Und das muss man hier schließlich mal lobend erwähnen. Das ist wieder Lego 2023, wie wir es kennen. Ja. Also, das war der Abschluss dazu. Ich hoffe, es war informativ für euch. Da immer mal die Fragen wieder aufkommen, dieses gelbe Löschflugzeug, das ist noch nicht verfügbar für mich, das kommt erst noch. Und das 670, 80, 700 Euro Technik-Monster, was da kommt, also Monster nur wegen des Preises, nicht was das Set kann, das zeige ich euch auch, sobald es für mich verfügbar ist. Ganz entspannt, das sind ja alles normale Standard-Händler-Produkte, da kaufe ich mit Sicherheit nicht vorab eins. So ist es. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.